Und jetzt zeigen wir Ihnen, wie Tex-Mex-Gerichte garantiert gelingen. Und das auch noch mit einer extra Portion Geschmack. Mit einfachen Tricks von Chefköchin Lilly wird auch Ihr Chili zum Gedicht. Schnell zubereitet und extrem lecker. Chili con carne, Burrito und Nachos. Wir lieben die Tex-Mex-Küche. Das riecht so lecker. Unfassbar. Lilly Schumann ist eine der besten Chefköchinnen Deutschlands. In ihrem Restaurant La Bohème gibt sie ihren Gerichten das Quäntchen mehr Geschmack. Ein Hit aus der Tex-Mex-Küche sind Nachos mit Guacamole. Mein Quäntchen für dieses Gericht ist diese Gewürzmischung aus Radlhanut, Salz und Knoblauch. Radlhanut kommt aus Nordafrika. Das Gewürz ist eine Mischung aus 30 verschiedenen Sorten, wie zum Beispiel Kumin, Fenchelsamen, Koriandersamen und noch vieles mehr. Einfach super lecker und hat einen leichten Suchtfaktor. Jetzt machen wir die Nachos. Super easy. Ich habe mir einfach im Supermarkt schon Maisfladen gekauft. Die Maisfladen einfach in die gewünschte Form schneiden. Hier haben wir jetzt unsere Fritteuse. Da kommt jetzt unser Mais-Tortilla rein. Und dann lasse ich es ganz kurz abtropfen und dann auch gleich das Quäntchen mehr Geschmack oben drauf. Weil ansonsten, wenn sie getrocknet sind und nicht mehr feucht, dann haftet es nicht mehr dran. Die Tex-Mex-Küche hat ihren Ursprung im US-Bundesstaat Texas. Dort haben die Nachkommen der Ureinwohner und der spanischen Einwanderer die Tejanos, deftige Gerichte, entwickelt. Die Nachos 4 Minuten frittieren und mit der Gewürzmischung bestreuen. Nicht fehlen darf der Avocado-Dip. Wir machen die schnelle Variante der Guacamole. Das Grundrezept haben die Mexikaner erfunden. Avocado, Tomate, Zwiebel, Limettensaft. Mixen würde ich es nicht, weil ansonsten habe ich zu flüssigen Avocado-Brei. Wir wollen ja eher so eine Avocado-Creme haben. Guacamole ist in Texas inzwischen beliebter als in Mexiko selbst. Geschnittene Chilischoten rein, mit Tomatenwürfeln und Koriander garnieren. So, und fertig ist schon mal die Guacamole. Knusprig, cremig, köstlich. Und hier ist unser Snack für die Couch. Nachos mit Guacamole. Die Nordafrika-Gewürzmischung gibt es in jedem Fachgeschäft zu kaufen. Erfunden wurden die Knusperchips in Texas vor 70 Jahren. Inzwischen sind sie weltweit beliebt. Wie gut ist Lillys Variante? Wir haben Caroline und Christos zum Geschmackstest eingeladen. Boah, klingt das gut. Guten Appetit. Sie sind viel knuspriger von der Konsistenz her und die Gewürzmischung ist einfach irgendwie anders als gewohnt. Sehr, sehr lecker. Es schmeckt auf jeden Fall viel besonderer, viel spezieller. Mhm. Auch mit der Guacamole zusammen. Das ist einfach. Also ich hätte jetzt gar nicht richtig Lust, im Kino zu sein. So müsste es jetzt sein. Nächstes Tex-Mex-Gericht ist Chili con Carne. Und unser Quäntchen ist die Chipotle-Chili und natürlich die Schokolade. Das Schöne an dem Gericht ist, dass die Schnibbelarbeiten wirklich sehr wenige sind. Es sind nämlich eigentlich nur die Zwiebeln, der Knoblauch und die Peperoni und der Lauch. Die meisten von uns haben schon mal einen Chili con Carne zu Hause gekocht. Mit Lillys Tipps wird eines unserer beliebtesten Gerichte noch besser. Lauchzwiebel in dünne Streifen schneiden. Dann kommt es hier in so ein Eiswasser. Und nachher sehen wir das, dass sich das so richtig schön kräuselt und das so einen richtig schönen Knack bekommt für unser Chili con Carne obendrauf. Texanische Cowboys gelten als Erfinder von Fleisch mit Chilischoten. Andere Zutaten kommen später dazu. Der Topf sollte richtig heiß sein, sodass das Fleisch so eine richtig schöne Kruste kriegt. Weil nachher wird das ja dann eher in Anführungszeichen geschmort, in der Tomatensoße köchelt vor sich hin. Und dann wird es alles wieder so schön weich. Scharf anbraten, damit sich Röstaromen bilden und das Wasser aus dem Fleisch verdunstet. 5 bis 8 Minuten reichen. Und umrühren nicht vergessen, so brennt nichts an. Und jetzt fangen wir an, mit unseren Zutaten dazu zu geben. Die Zwiebeln gebe ich erst nachdem das Fleisch schön angebraten ist, rein, damit die nicht komplett verbrennen. Erst Zwiebeln anrösten, dann Knoblauch rein. Dazu eine Mischung aus Cayennepfeffer, Paprikapulver, Zimt, Zucker, Pfeffer und Kümmel. Erst am Ende Tomatenmark hinzufügen. Mmh. Und wenn man das jetzt schon riecht, das riecht so lecker. Unfassbar. Jetzt kommt noch unsere Chipotle. Das erste Quäntchen kommt dazu. Den lasse ich jetzt ab. Hier
mit Tomatensauce. Chipotle ist eine Creme aus geräucherten und milden Pfefferschoten. Und jetzt muss das Ganze natürlich noch ein bisschen köcheln. Und dazu reicht die Tomatensauce nicht aus. Deswegen kommt jetzt noch ein Liter Rinderbrühe da drauf. Und dann lassen wir das locker eine Stunde vor sich hin köcheln. Erst nach einer Stunde die Masse mit weißen und braunen Bohnen vermengen. Je nach gewünschtem Schärfegrad Chilischoten dazugeben. Und jetzt kommt unser Quäntchen rein, unsere Edelbitterschokolade. Es ist bitter, es ist edel, es ist leicht süßlich. Und das rundet dieses mit dieser Schärfe, das es das Gericht schon hat. Und diese Säure von der Tomate rundet das alles schön ab. Das Ganze nur noch 10 Minuten bei schwacher Hitze weiterköcheln. Jetzt haben wir genau das, was wir wollten. Diese schöne, richtig sämige Konsistenz. Nicht zu wässrig, nicht zu flüssig, nicht zu fest. Ist genau perfekt. Mit eingelegtem Mais und Lauchstreifen garnieren. Dazu reichlich Parmesan, frische Zwiebelringe und einen Löffel Sauerrahm. Am Ende die Lauchzwiebel aus dem Eiswasser direkt on top legen und mit etwas Limettensaft beträufeln. Und fertig ist unser Chili con Carne. In Zentralmexiko wird man vergeblich nach Chili con Carne suchen. Heute zählt das Gericht in Texas offiziell zum State Dish, der Nationalspeise des US-Bundesstaats. Wie gut ist Lillys Variante? Boah. Sehr lecker. Ja, das ist anders als andere Chilis, ja, die ich bisher hatte. Ja, unfassbar lecker. Ich schmecke Schokolade und er hat Zimt rausgeschmeckt. Das ist einfach perfekt. Ja. Hoffe, davon gibt es dann irgendwann mehr. Dritter Tex-Mex-Gang, Burrito. Und das Quäntchen ist für mich die Achiote. Das ist diese Würzpaste, die wir nehmen zusammen in Kombi mit Joghurt, um unser Hähnchen davor zu marinieren, sodass es schon mal richtig Bums kriegt, dieses Hähnchen. Das ist das Quäntchen, etwas mehr Geschmack. Achiote ist eine Pasta aus der Frucht des südamerikanischen Orléans-Strauchs. Zusammen mit Naturjoghurt, Chilischoten, Limetten und Orangensaft in einem Mixer zu einem Brei verrühren. In der Tunke will Lilly das Hähnchen marinieren. Tex-Mex-Gerichte sind meistens scharf, einige sogar sehr scharf. Ja, vorne ist sie sehr säuerlich von diesem Joghurt und von der Limette und von der Orange. Und hinten raus kommt dann dieses Fruchtige und diese Schärfe. Aber angenehm, super lecker, angenehm. Und genau das brauchen wir auch. Weil diese Schärfe kommt dann auch, was wir gleich noch sehen, in den Burrito mit rein. Hühnerbrustscheiben von allen Seiten mit der Creme bedecken. Burritos gibt es auch mit Rind- oder Schweinefleisch. Und das Fleisch lassen wir jetzt mindestens eine halbe Stunde marinieren. Durch das Joghurt wird das Fleisch wesentlich weicher. Texas bedeutet, die Amerikaner, die haben dieses Schwere dazugebracht meistens, also diese Cremes, Mayonnaise und auch eben der Joghurt, der dieses Fleisch etwas weicher machen sollte, deswegen kommt es da rein. Der Legende nach soll ein Bauer namens Juan in Südtexas in Fladen gewickeltes Fleisch mit Gemüse verkauft haben. Für den Transport hatte er einen Esel. Auf Spanisch heißt kleiner Esel Burrito. So wurde dann auch Juan's Street Food genannt. Das typische Tex-Mex-Aroma gibt eine Mischung aus Avocado, Koriander und Limettensaft. Super lecker. Also ich liebe ja generell Avocado-Tomate. Und dann noch mit dieser Frische von der Limette, dem Koriander. Hier habe ich jetzt eine Grillpfanne. Man kann aber auch eine ganz normale Pfanne natürlich nehmen. Da gebe ich jetzt ein bisschen Öl dazu. Pfanne sollte schon schön heiß sein. Aber nicht zu heiß, ansonsten verbrennt es ja sofort. Das Fleisch nicht durchbraten. Zu lange in der Pfanne macht das Fleisch trocken und zäh. 2 Minuten von beiden Seiten reichen. Ich brate jetzt das Hähnchen in der Pfanne schön an, damit es diesen schönen Grillmuster kriegt. Und auch ein bisschen von diesen Röstaromen. Und jetzt geht es bei 160 Grad so 6 Minuten noch in den Ofen. Nach 6 Minuten im Backofen ist die Hühnerbrust durchgegart und dennoch saftig. In Würfel schneiden und in Marinade wenden.
Beliebt als Beilage sind gekochte Bohnen. Mit der Gabel zerdrücken, auf der Weizentortilla verteilen und gekochten Reis dazugeben. Salat mit Avocado und das Hühnchen oben auflegen. Versuchen wir mal, das unser Glück, das alles zu einer Rolle zu rollen. Lillis Rezept ist einfach, weil jeder Hobbykoch seine Lieblingszutaten nach Belieben hinzufügen kann. Vor dem Servieren nur noch leicht anbraten und anrichten. Und hier haben wir unseren Burrito. Bei der Hauptzutat Hühnerbrust rät Lilly zum Einlegen in der Aciote-Paste mit Joghurt. Ist das Fleisch wirklich so aromatisch und weich, wie die Chefköchin verspricht? Wir fragen unsere Testesser Caroline und Christos. Man schmeckt, dass das Fleisch eingelegt wurde. Sehr besonders, sehr zart. Also das Fleisch ist bombastisch. In Kombination mit dem Reis und dem Wrap. Der Wrap ist so weich. Ist einfach wunderschön zum Essen. Einfach ein unfassbar schöner Gang. Verleihen auch Sie Ihrem Chili con Carne und Co. das besondere Etwas. Mit Lillis Rezepten klappt's garantiert.